Herbst von Philipp Hofmeier. Trink hinaus den Drang der Labe und vergiss den großen Schmerz. Wundervoll ist Bacchusgabe, Balsam fürs zerrissene Herz. Ja, da bin ich ganz bei dir, mein lieber Friedrich Schiller. Feiern wir die schönste Zeit des Jahres, den Weinherbst in Niederösterreich. Tauchen Sie ein auf weinherbst.at. Das 3%-Wochenende ist da. Nur noch heute. Minus 25% auf alle Sparnatur pure Bioprodukte und Sparvital. Die minus 25% gibt sogar auf Aktionsartikel. Zum Beispiel auf Sparnatur pure italienisches natives Bio-Olivenöl extra. Darum kostet die 0,75 Liter Flasche ab 2 Stück nur noch sensationelle 5,62. Aber nur noch heute. Nur bei Spar, Eurospar und Interspar. Prozentwochenend. Der ORF ermöglicht folgenden Hinweis kostenlos. Unsere Lena ist 7 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Mit ca. 4 Monaten hatte sie Blutanämie. Ohne euch würde es Lena heute nicht geben. Danke. Helfen Sie uns beim Helfen. Spenden Sie Blut. Blut spenden, Leben retten. Alle Informationen zum Blutspenden finden Sie unter gibdeinbestes.at. Eine Initiative von Österreichische Gesundheitskasse, Rotes Kreuz und ORF. Es ist kurz nach 1:30. Michi Matzke und Gabi Hiller kommen hier gerade aus ihrem Radio oder aus der Handy-App und begleiten Sie mit allen wichtigen Infos für Ihre Fahrt. Jetzt kann man sagen, Good News für Oberösterreich. Das berichtet sich auf der Westautobahn A1 auf ihrem Weg von Linz Richtung Salzburg. Die Unfallstelle zwischen Allerhaming und Sattel, die ist jetzt geräumt. Wieder alle Fahrspuren sind frei und der Stau hat sich schon aufgelöst. Weiter zum Urlauberreiseverkehr in Salzburg. Da überwiegt jetzt schon langsam der Rückreiseverkehr von der Adria Richtung Deutschland auf der 10. Frauenautobahn. Da gibt es einen Stauabschnitt zwischen Flacher und Ebenberg. Da fährt man von den Elbersbecktunnel und dann noch wieder Kolonnenverkehr ab Halle. Zumal brauchen Sie hier 40 Minuten länger. Auch Richtung Villach ist aber noch einiges los auf der 10. Kolonnenverkehr ab Salzburg bis Passhöhe und eine halbe Stunde mehr Fahrzeit. Ö3-Verkehrsservice in Tirol. Fernfahrstrecke B179 plus 10 Minuten auf der Umfahrung heute Richtung Nassrhein. Außerdem Blockabfertigung vor dem Lehrmoser-Tunnel Richtung Deutschland. Weiter nach Südtirol. Brenner-Autobahn Richtung Süden von der Mautstelle Sterz in 20 Minuten Anfahrtszeit. Dann aber fast durchgehend Stau im Reiseverkehr von Brixen bis Rovereto. Allein für diese Strecke brauchen Sie 3 Stunden. Und zum Schluss noch die Grenzwartezeit. Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich über 4 Stunden Wartezeit. Bei der Ausreise 1 Stunde. Über den Goldenpass dann bisher 3/4 Stunde mit nach Österreich. Dann bei der Einreise bei Nikisdorf 1,5 Stunden auf der Autobahn und 1,5 Stunde auf der Bundesstraße. Vor Spielfeld 1 Stunde auf der Autobahn und Bundesstraße. Und an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien mindestens 2 Stunden Wartezeit bei Kruškovje, Rupa und Dragonja in beiden Richtungen. Kommen Sie gut und vor allem sicher an Ihren Zielen. Hier ist Österreichs Hitradio. Hier ist die Ö3-Wochenend-Playlist. I'm
Hildesheim in der Ö3-Wochenendklinik. Jeder Zweite steht auf so einem wackeligen Board und paddelt sie von der einen Seeseite zur anderen. Sehr zu empfehlen. Ganz große Challenge ist die Geißberg-Radeltour. Mit dem Rad rauf, oben kurz runterschwitzen und dann runterzischen. Das Wetter wird für den Berg passen, ist perfekt. Ich habe gerade nachgefragt beim Andi in der Ö3-Wetterredaktion. Wie lange braucht man für die Radtour, zwecks der Planung? Die Geißberg-Tour, da hängt es ganz davon ab, was man für ein Level ist. Aber ich denke, wenn man eine Stunde einplant fürs Rauffahren, dann hat man sich gut gehen lassen. 10 Minuten mit dem E-Bike. Ja. Das ist der Samstagnachmittag auf und rein mit Gabi Hiller.
Thank you.